Also, damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Forest zusammen mit dem guten Rufen. Und doch, und doch. Ich hasse diesen Typen. Wir nehmen Folge 3 jetzt zum zweiten Mal auf, denn erstmal haut mir Wer Rufen zum eine Termin? und mein Leben ist Ja, komplett wer am zum Boden. Termin? Ja, alles klar. Alles klar. Und denn ihr seht schon, der Zaun und alles ist schon komplett fertig, denn wir haben das eigentlich in der letzten Folge fertig gemacht, während wir hier schon wieder angegriffen werden. Wie immer. Allerdings habe ich diese Aufnahme aus Versehen gelöscht. Aus Versehen. Gar nichts kann der. Nix. Soll ich ihn jetzt machen? So. Daher nehmen Oh, wir das schön. Ganze jetzt nochmal auf Nein. und machen einfach da weiter, wo wir eigentlich am Ende der letzten Folge aufgehört haben. Ja. Wie gesagt, wir haben den Zaun hier fertig gemacht, das Haus fertig gemacht und haben hier draußen noch einige Fallen aufgestellt für Fleisch und sowas, also wo wir Hasen fangen können und das Ganze halt. Und wir haben in der letzten Folge noch etwas entdeckt. Das zeige ich euch anhand, dass ich Rufen erstmal hinterherlaufe. Wir sind Meister, Meister der Überlebenskunst. Denn wir haben eine ganze Folge einen Platz gesucht zum Bauen. Wir hätten einfach hier bleiben können. Ich sag dazu einfach nichts. Ich sag dazu unsere Inkompetenz. Ich sag da einfach nichts so. Das kann nicht gut enden. Habt ihr noch Koffer? Findest du jetzt nicht, dass das eine Top-Leistung von uns war? Nee, das war keine Top-Leistung. Wir hätten auch hier unten. Ach nee, hier wollten wir ja bauen, aber da war ja was. Also, wie wollen wir das jetzt angehen, diese Folge? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, die Fallen fertig machen. Ja, okay, dann let's go. Dann haben wir schon mal eine sichere Essensversorgung. Hey, unsere Lieblingsfalle ist wieder ausgelöst worden. Hey, die Falle, die ganze Zeit ausgelöst wird, die ist perfekt platziert, würde ich sagen. Was ist es? Ein Eichhörnchen. Egal, her damit. Nimm mit. Kann man immer gebrauchen. Und die andere Falle wurde direkt auch mal ausgelöst. Ein Hase. Das ist gut. Nehme ich Hase gern. ist immer gut. Ja. So, da fehlt noch. Zack, 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 zack. Die nächste Eigentlich Falle müsste ist ich doch. fertig. Wieso habe ich eigentlich dafür jetzt kein Hasenfell bekommen? Gibt's nicht mehr. Ist ausverkauft. Bin ich gerade blind. Der Hase hatte zu wenig Fell dafür. Und bist du dir auch sicher, dass es ein Hase war? Ja. Fragen wir mal so. Wenn es eine Echse oder ein Eichhörnchen gewesen wäre, hätte ich ja auch was bekommen müssen, aber ich habe alles nicht bekommen. Was hast du denn beim Eishörnchen? Da müsstest du auch Fell bekommen, glaube ich. Nee, nicht so sicher. Das wäre mir neu. So. Da kriegst du doch. Da. Rehfell. Ich habe zwei Rehfelder. Okay. Wann habe ich Rehfell? Ein Stock. Wir müssen dann auch langsam das Innere dann wieder anfangen auszubauen, ne? Wir werden einen Hochstand brauchen, um über den Zaun gucken zu können, auf jeden Fall. Wir werden einiges brauchen. Hey, da kommt wieder einer. Hey. Hi. Ach, da steht er. Ey, geh weg. Es sind drei.
Und wir sollten dann auch anfangen, das Ding ein bisschen auszubauen, dass die uns nicht mehr nerven. Inwiefern ausbauen, dass sie uns nicht mehr nerven? Ja, ein bisschen mehr dazu bauen noch, vielleicht. Mann. Die da hinten noch ein paar mehr. Der hier hat richtig Bock auf mich. Hey, sie kommen wieder. Jo, er kommt hier mit dem Carraro-Jump um die Ecke. Ich geh mal kurz rein, ich brauch ein bisschen Essen und so. Ich komm mit. Mit rein. Ich wollte gerade sagen. Meine Überlebenschancen draußen stehen nicht so gut. Ich fühle mich verfolgt. Ich weiß gar nicht warum. Oh, hey, Regen. Was ganz Neues in dieser Welt. Yo! Man kommt hier um die Ecke, Alter. Die stehen da gleich erstmal zu 10. Ist okay. Ich nutze jetzt aber die Zeit, die wir kurz haben, wenn wir schon mal hier drin sind. Ja. Und guck mal, was wir hier drin vielleicht noch aufbauen können. Genau. Machen wir mal ganz kurz was zu essen. Ich habe halt nur dieses eine Eichhörnchen vielleicht, ne? Das ist halt auch nicht so. Weißt du, was wir immer gebrauchen können? Ein Fernseher? Im Garten. So. Ach nö. Ich weiß, wir brauchen... Ja, für den Fernseher. Ich habe gestern das erste Mal wieder nach langem Fernsehen geguckt. Du weißt, wie das ausging. Wir brauchen einen Fernseher. Nein. Doch, ein Fernseher. Ich baue uns mal ein Baumstammlager. Beziehungsweise platziert zumindest mal. Das Bauen ist jetzt so ein hartes Wort in dem Fall. Waffenhalter, Sprengstofflager, Schrank, Felllager. Felllager könnten wir gebrauchen. Jo! Seit wann kann man so ein großes bauen? What the fuck? Okay. Geh mal hin und drück R1. Ah. Siehst du? Okay. Aber das ist hier doof platziert, das muss auch. Ich hasse diese Unterkunft jetzt schon. Ich hasse sie jetzt schon, weil es nicht ebenerdig ist. Das sieht nicht gut aus. Ja, das ist etwas nervig. Ja, das hättest du, Gesundheit, das hättest du hier besser platzieren können. Alleine diese Wand hier, die wäre so viel besser dafür gewesen, wenn wir hier alles platziert hätten. Hier hinten, hinter dir. Da, ja. Hier. Ja, ich hab dich gesehen. Das wäre besser. Ja. Weißt du was? Das kotzt mich jetzt an. Mir sind diese Stäbe hier hinten egal. Die suche ich neu. Das geht nicht. Nee. Das kann Stäbe. Nicht. Ja, diese Stücke. Ach so. Das triggert mich. Also, was brauchen wir? Wir bauen wieder eine Seilrutsche. Das ging schon mal nicht gut, als wir privat gespielt haben. Du weißt, wie das geendet ist. Das war keine gute Idee. Ich bin dafür, dass wir noch mal ein paar von den Abmuchsen dann auch... Ja, das können wir machen. Weil ich platziere jetzt mal ein paar Schädellampen. Ich platziere mal drinnen in dem Haus einen Waffenhalter. Theoretisch keine blöde Idee. Aber nur an den wichtigsten Stellen platziere ich mal die Lampen. Da, wo wir Licht brauchen.
Also am besten in den Ecken. Ist ganz gut. In den Ecken, bei den Wasserspendern, einmal in der Mitte beim Haus. Genau. Beim Baumstammlager, Stocklager. So. Die Ecke sieht schon viel besser aus. Und ich weiß, wo wir noch welche brauchen. Hm. Ich platziere schon. Einfach für die Atmosphäre. Dann Stock. Der Stock ist ein Speer. Was, man merkt gleich, ich bin Mensch. Und was machst du so? Ich platziere Lampen für die Atmosphäre. Für das richtige Ski. Ich setze mich erstmal hin, obwohl es ganz schwill. Oh, ich bin das erste Mal ins Feuer gelaufen. Was? Ich hab's auch hinbekommen. Ja, schrei doch nicht so. Der, wie er sich anhört. Als ob du ihn und seine ganzen Nachfahren tötest. Bist du ins Feuer gerannt? Das ist gleich quickly. Ach, so schön. Einfach für die Atmosphäre. Hier bräuchte ich einen Schädel. Ich glaube, ich habe noch einen. Ja. Gut. Hier hinten mache ich noch. Wo platziere ich die Stöcke eigentlich? An dem Ding steht, ich brauche 5 Stöcker. Ich drücke hier drauf, spam Stöcker rein. Ja, irgendwie wird es nicht mehr. Was ist denn hier, die du platziert hast? Klappe da draußen! Klappe! Hey, ich darf's auch mal. Klappe, aua! Klappe, Klappe. Immer diese Paparazzos. Hi! 1, 2. Und da ist einer, 3. So, den machen wir mal weg hier, der ist weg. Hey, unsere Lieblingsfalle hat sich wieder ausgelöst. Du machst das, ne? Mit ein bisschen Glück. Wie schnell ging eigentlich der Regen diesmal vorbei? Das ist eine gute Frage. Sie haut schon mal ab irgendwie. Sie können Lust. Es ist wie alle anderen Frauen auch. Erstmal von mir wegrennen. Aua. Aua, sie hat mir voll eine gegeben. Es ist wie, als ob ich sie angesprochen hätte. Hallo. Lass mich in Ruhe. Ich stelle mir aber auch die Frage, warum leuchten ihre Hände? Jetzt sind sie irgendwie 4 geworden. Ja, die kamen von oben. You make that, ne? Hier ist ein Fall ausgelöst. Aus. 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 War ein Hase. Habe ich diesmal aus. Fell bekommen? Nö. Warum bekomme ich nie Hasenfell?
Ja, lauf weg! Lass sie dir selber nicht freuen. Ich werf die mal aufs Feuer, ne? Ah! Wo kam sie näher? Da hätte ich, dass du schon wieder tot bist. Ach komm! Ja, ich hab doch jetzt, also. Ich hab auf den einen eingestochen und wurde währenddessen von hinten geschlagen. Ab, weg. Weg. Push. Das war unfair. Geh. 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 Geh, Madam. Gehen Sie. Aua. Ich bin fast tot. Prinzipiell könnte ich einfach auf Neustarten drücken. Meine Sachen bekomme ich eh in 2 Metern wieder. Nein, du wirst nicht sterben. Du wirst nicht sterben. Oh, ich aber. Gehen Sie. Gehen Sie. Hey. Gehen Sie. Haha. Ich hab sie gedatet. Meine. Das ist meine. Deine Leiche, ne? Meine Eroberung. Ah, ich setz mich mal hin. Hey. Einer läuft da draußen irgendwo noch rum. Ja, 2 sind's. Wir hätten den Baum, wenn, dann schon mit einkreisen müssen ins Gebiet, oder? Die würden trotzdem kommen, dann würden sie die ganze Zeit auf unsere Wand hauen. Ja. Das ist ja normal. Was ist, ich denke, wir wollen unseren Baum zurück. Ich kann nicht mal mehr Stücke. Ich kann keine Knochen, du musst die Knochen nehmen. Das Fleisch, was da drauf ist, ist meins. Kannst du gerne behalten. Ja, ja, ich kenne dich, ne? Mich interessiert gerade viel mehr, warum ich Hasen schlachte, aber kein Hasenfell krieg. Dann sollte ich das mal übernehmen, oder? Wenn es bei dir nichts bringt. Oder mache ich irgendwas falsch? Mir fehlt ein Schädel. Vielleicht habe ich noch einen. Nein. Wenn nicht, da draußen warten 2. Hatte noch einen. Boy. Ui. Ich pack mir auch noch mal ein Stück Fleisch auf den. Ui. 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 Aua. Aua. Alter, fast tot. Ui. 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 Irgendwann wird der Tag kommen. Da gehen wir auch wieder in Höhlen. Aus. Aus. Lass es. Geht weg. Oh, oh, ah, 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 fast hoch. Ah, fast hoch. Das war, dass er noch Verstärkung gerufen hat. Einer ist tot. Okay. Au! Au! Hast du nicht aus, gesehen. Aus, aus. Du hast das nicht gesehen. Du stehst genau vor ihm. Auf jeden Fall haben wir jetzt Essen. Ja, ist okay, kannst du jetzt mal auf meiner Waffe liegen bleiben. Danke. Ah nee, warte mal, wir brauchen erstmal Köpfe. Ich muss erstmal hier rein und mein Glück loswerden. Muss enden hier. Warte. Mit Holz. Dahin.
Ich gehe mal wieder raus, die Fallen weitermachen. Jo, mach das. Nicht wundern, wenn ich manchmal ein bisschen lost bin, wenn es darum geht, irgendwas auszuwählen oder so. Mein Stick spinnt vielleicht ein bisschen rum. Wollen wir draußen auch Lampen hinbauen? Wäre vielleicht eine Idee, ja. Also wir sind dann total auffällig, aber das ist ja egal. Wir wissen eh, wo wir sind. Ja. Ich weiß gar nicht, woran das liegen könnte. Stimmt nicht an unserer sensationellen Baukunst. Stimmt nicht, dass wir direkt auch in der Nähe von dem lauten Flugzeugabsturz sind. Nee. Nee, daran kann doch gar nicht liegen. Das ist jetzt eine. Nee. Nee, daran kann es auch nicht liegen, weil das wäre ja unrealistisch. Ja, vor kurzem. Alter, wie viele Fallen hast du denn hier hingeklatscht? Viele. Danke. Hey, die bauen hier jetzt sogar schon Totems hin. Ich sehe wieder absolut gar nichts. Hey, Bären! Essbare Bären. Hey, tote Bären! Hey, hau die nieder. Wir brauchen, wenn wir einen Garten haben wollen, dann brauchen wir die Bären, ne? Ja, dafür brauchen wir aber erstmal eine Bärentasche. Ich fäll mal kurz einen Baum. Viel Glück. Für den Garten. Jo. Hey, da ist wieder einer mit Taschenlampe. Oh, hey, was ein Wunder. Also ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, ne? Ich sehe schon wieder nichts. Ich finde den Bauort jetzt schon beschissen. Warum? Warum? Ja, ich geh mal was bauen. Oh ne, da ist schon wieder einer. Hey, ich geh mal was bauen. Nein, da ist wieder einer. Ja, ist ja leise. Hast du jetzt? Ich geh mir jetzt schon völlig auf den Senkel. Das ist wie, als ob ich mich selbst als Nachbar hätte. Ekelhaft. Hallo, gehst du mal an? Danke. Immer diese Billigqualitätsfeuerzeuge. Traurig, halt nicht mal einen Sprint aus. Ja, vor allen Dingen, weißt du, hält. Du sprintest hier durch den Wald, das hält's aus, aber zwischendurch geht's dann einfach mal so random aus. Macht total Sinn. Hä, wo ist denn jetzt der Baum, den ich gefällt habe? Ach, da hinten. Hi, au! Ah! Aua! Unsere netten Nachbarn hauen nicht. Ich glaube, wir haben die Mucke letzte Nacht zu lange angelassen. Warum tun die sowas? Ja, weil du die Musik zu lange angelassen hast. Ich hab gesagt, mach sie leiser. Mich hauen sie auch schon wieder. Ich muss laufen. Sonst liege ich gleich wieder. Och, Mensch. Ey, kämpfen ist nicht so deine Stärke, ne? Ja, wenn ich die ganze Zeit nur auf einen Millimeter Leben bin, dann... Wie wär's denn mal? Ich hab da so eine Idee, ne? Dass das Leben ein bisschen hochkommt. Ich hab keine Medizin mal mit schlafen gehen. Das ist eine gute Idee. Ich bin im Haus. Nee, ich komm mit. Ich find's immer noch schwierig, ins Haus reinzukommen, aber es funktioniert. Warum wurde jetzt mein Schlaf... Alles klar. Wahrscheinlich, weil es zu lange gedauert hat. So, jetzt haben wir ein bisschen Leben wieder. Da hinten ist Wasser. Rädern. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass draußen Tiere in unseren Fallen sind. Ich hoffe es auch, sonst war es das für uns. Ja. Da ist keins. Gut, in unserer Lieblingsfalle ist schon mal nichts, wir haben verkackt. Da ist nichts und da hinten ist auch nichts. Da ist was! Ja! Wer zuerst kommt, mal zuerst! Mein Essen! Wow, ein Eichhörnchen.
Ja, kannst du haben. Besser als nichts. Gewinner. Nimm. Ich esse Beeren. Hey. Wo waren die Beeren? Beeren? Da war irgendwo ein Busch. Beerenbrüder, hier sind sie. Ist jetzt viel, aber ja, erfüllt seinen Zweck. Essen kommt ja eh gleich wieder angegriffen. Ja, ist das so? Wir sind am Tag 5. Ich habe mehr Leute jetzt hier schon gesehen als in dem anderen Projekt, wo ich 154 Tage gelebt habe. Und da haben wir eine eigene Basis von denen eingenommen. Und das waren weniger. Ich weiß nicht, wo dein Problem liegt. Ich finde aber auch sehr nett, wie unauffällig sie hier die Gegend markieren, weißt du? Warum? Ja, mit ihren komischen Totems und allem. Die sind sehr unauffällig. Wenn du was zu essen findest, das ist bitte meins. Aktuell finde ich noch nichts. Weil ich bin fast dort. Vogel. Lässt sich auch essen. Ja. Ist nicht viel, aber etwas. Füllt halt seinen Zweck. Ich glaube, fast tot rettet würde es mich jetzt auch nicht retten. Ja, ich bin der Meinung, wir haben definitiv viel zu viele Fallen. Da wird nie was reinrennen. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Desto mehr Fallen, desto mehr Contigo reinrennen. Ja, und desto mehr wird unsere Lieblings... Hey, da ist wirklich ganz reingerannt. Schon wieder ein doofes Eichhörnchen. Ich hasse diese Viecher. Es ist Essen. Ich hasse sie trotzdem. Keine... Vor allem, weißt du, wir hätten hier überall was aussuchen können. Ne? An Plätzen. Wir nehmen das, wo Eichhörnchenbesiedlung ist. Keine Lurchbesiedlung, keine Hasenbesiedlung. Nein! Lurch! Gibt's nicht, ne? Eichhörnchen, das ist dein Ding, ne? Eichhörnchen, Alter. Da bist du voll drin in dem Game, ne? Arschloch. Nein, die Pilze existieren. Ich bin mal kurz zum Loch gelaufen. Welchem Loch? Sinkhole. Warum? Weil da hinten Stöcker waren und die habe ich einfach gesammelt. Ach, jetzt kommt. Ich sag's doch, Essen kommt. Gehen wir auf den Senkel. Also, ich bin dafür, dass wir umziehen. Irgendwann ganz sicher. Gute ist, wir müssen es einfach nur hinbekommen, dass wir jetzt erstmal eine Weile leben. Und dann ziehen wir früher oder später sowieso hier weg, so gesehen, weil wir eben wieder hier sind, weil wir in Höhen gehen. Ja, aber wir brauchen ja eine halbwegs gute Base. Und die ist es halt eindeutig nicht. Ich hasse sie einfach. Ich sehe sie und denke mir, die sterben. Das ist eine richtige Opferbase. Hey. Hi, na? Vier Peoples, die auf dem Baum... Alles klar, die klettern auf unserem Baum. Ich find's auch gut, dass wir in unserer eigenen Basis Bäume haben, dass sie da ja nicht rüberspringen können.
und uns platt machen können. Wo haben wir in unserer Basis Bäume? Da steht ein dicker, fetter in... Ach komm, lass es. Ach da! Wie ist der hier reingekommen? Der war schon von Anfang an. Warte mal, wo ist denn das Sinkhole? Ist das hier drüben? Das ist einfach... Ja, ich hab's gefunden. Wenn du gleich einen Totenbalken drauf findest, du weißt, wo ich liege. Drei, vier Peoples. Fünf. Freunde, ich führe euch zum Meeressen. Hilfe! Hilfe! Fünf Leute! Hilfe! Nein, lass es! Bleib drinnen! Komm da hinten gleich. Bin einfach gerannt. Wir müssten gleich um die Ecke kommen. Sie haben dich, glaube ich, verloren. Nee, guck mal da oben rechts. Auf dem Hügel. Da steht schon mal einer. Eine. Wo willst du denn jetzt hin? Nochmal durch die Fallen gucken, ich brauche Essen. Fein. Warum ist hier nichts? Weil das hier ein dämlicher Ort ist zum Überleben. Scheiße, da kommen sie alle. Ich fühle mich von dir belästigt da oben auf dem Baum. Danke. Hätten Sie mich in Ruhe lassen, also schreien Sie mich jetzt bitte mal nicht so an. Madam. Madam, Sie entblößen sich hier vor mir, ne? Das ist auch eine Belästigung. Ja, rennen Sie weg. Gehen Sie. Push. Push. Ich hab dich beschützt. Gehen Sie, Madam. Tschüss. Ich geh mal rein. Tschüss. Also da stehen drei. Dann ist die hier vorne. So, hier. Kannst du zerstückeln, haben wir Essen. Yay. So, wo sind denn die anderen? Du hast Hunger. Das für Essen. Ich wollte erst lesen. Du findest es Hunger. Die denkt sich auch lieber arm ab als arm dran. Liegt hier eigentlich Essen drauf? Weiß nicht, wann du da was drauf geworfen hast. Ich pack uns mal zwei Arme drauf. Mhm. Hier draußen ist aber kein Essen mehr. Oh Mann. Der Baum hat sammler seinen Zweck schon erfüllt. Wie funktioniert der? So, wo ist denn hier jetzt die eine Lampe, die noch nicht fertig ist? Ich soll fünfmal Baumharz finden, hä? Wo ist denn das? Hier. Wo? Ah, da vorne. Mir fehlen Stöcker und ein Schädel.
Delicious, der Arm. Delicious. Finde ich auch. Vor allen Dingen dieses unauffällige. Das macht die ganze Sache gleich viel, viel unauthentischer. Dass uns das wirklich schmecken würde. Aber danach könnte das jetzt hier mit den Lämpchen und so, das könnte schick aussehen. Ja. Hast du einen Schädel aufgesammelt? Nö. Ja. Der liegt da bestimmt irgendwo noch. Ich suche gerade Stöcker. Ja. Wir so ein bisschen vorankommen. Ach komm, hier sind schon wieder zwei. Gut, dann holen wir uns jetzt mal ein bisschen Essen. Nasi, 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 Nasi. Hallo, 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 hallo. Auf, auf, auf. Ey, zu zweit ist unfair. Zu fünft ist noch unfair. Ah! Leute, was soll's denn? Der eine ist tot. Ich nehme ihn gleich mit. Ich nehme ihn gleich mit. Zwei. Ich nehme. Ich nehme mit. Zwei. Drei. Das ist unser Essen. Verschwindet. Sucht euch was. Geh weg. Das ist genau so drin angehört. Ja. Ich mag diesen Wohnort immer noch nicht. Hab ich das schon mal gesagt? Ja. Ich mag ihn auch nicht. Ich mag ihn aber. Warum kann ich die Gammelhände, die er auf dem Rücken hat, nicht essen? Hier, guck dir die mal an, die sehen gut aus. Bring rein, ich zerstückel. Das hört sich falsch an. Das hört sich so falsch an. Ja. Egal. Hier hat er einen ekelhaften Fuß. Sie sind weg. Lass uns in Ruhe. Lass uns in Ruhe unsere Leberwurst machen. Und sie in Hannover verkaufen. Warum in Hannover? Du kennst die Story nicht? Von dem Metzger, der Menschenleberwurst verkauft hat? Ja. Es gab einen Typen, der hat in Hannover Leberwurst verkauft. Aus Menschen. Achso. Muss ich meinen. Den gibt's nicht mehr. Das war schon sehr. Ist schon ein bisschen her. Ach so. Die ist ein bisschen älter geworden. Hey, nächste Lampe ist fertig. Das ist schön hier. Ich mag. Hey, da sind schon wieder drei. Die kommen immer und immer und immer und immer wieder und dann wieder und dann wieder und dann wieder aus aus, lass ihn in Ruhe. Fast tot. Oh, hier fehlt noch. Au, was ist denn, was auch immer hier drin ist? Ach, egal. Das Schloss ist frei. Ich find's nicht. Ist was rausgelaufen. Mit wem redest du? Mit was auch immer da in dieser Falle war. Ah. Hui. Eins, zwei, drei. Drei. Pass mal auf, im Hintergrund kommt jetzt Usain Bolt von The Forest. Du packst das, du machst das. Ich platziere hier mal drinnen ein bisschen was für uns, ne? Ja, ja.
So Sachen, die wir gebrauchen könnten. Mach mal. Ich will hier eigentlich auf Schildkrötenjagd gehen, aber mit denen da draußen. Wird ein bisschen schwer, ne? Ja. Wie machen wir das am meisten? Schlagen die Luft. Die haben, glaube ich, irgendwas gegen Luft. Die Luft ist auch böse. Die hilft zum Atmen. Also ich bitte dich. Haha, von hinten abgestochen. Das hört sich falsch an, Leute. Jetzt zerstückeln. Haha, tot. Ach komm, da sind schon wieder zwei. Noch mehr zerstückeln. So wäre gut, ne? Du musst noch auf die Zeit achten, ne? Das weißt du. Ja. Ich kann keine Arme mehr tragen. Ein kleines bisschen haben wir noch. Haben wir hier noch irgendwo so ein Ding, um die Arme und das alles aufzubewahren? Nee, aktuell nicht, gar nicht. Ich glaube, ein Beispiel habe ich noch nicht platziert. Also die musst du jetzt nehmen. Was hast du mit dem Topf gemacht? Das ist ein Baumharz-Sammler. Warum? Weil wir Baumharz eh und je brauchen. Doch, hier hinten steht ist einer. Ist dann auch gut getarnt, wenn der Baum, der davor ist, wieder wächst. Könntest du jetzt mal aufhören, hier diese Peoples reinzubringen? Also irgendwann fühle ich mich echt, Alter, wie so ein Schlachter. Sorry, aber die kommen immer wieder. Ich stehe hier und das Einzige, was ich immer nur mache, ist menschliche Körperteile abhacken. Das ist überhaupt nicht creepy oder so. Und was machst du in deiner Freizeit? Ja, ich spiele an der Konsole. Ah, das ist ja cool. Was denn so? Menschliche Körperteile abhacken. Also die Falle funktioniert irgendwie nicht. Das zweite Mal war dann Eichhörnchen drin, das zweite Mal ist es einfach rausgelaufen. Was ist das jetzt? Kommt oder kommt da noch einer? Die Klappe halten da hinten, danke. Komm, jetzt kann ich diesen Baum nicht mal mehr fällen. Ist doch ganz voll. Warte mal. Du hast hier die Baumharzfalle hingebaut und hast dich gewundert, wo kommen die Bäume in unserem. Die habe ich erst dahin platziert, nachdem ich herausgefunden habe, dass der Baum da ist. So, nee, jetzt hackst du da mal drum. So langsam reicht es mir hier, menschliche Körperteile wegzurasieren. Aber irgendwann ist es auch gut. Ich weiß nicht, was daran so lustig ist. Hui! Beste Haus! Pass mal auf. Guck mal, du gehst hier lang, dann gehst du hier so drauf. Und dann bist du schon hier vorne, dann könntest du rein, ne? Aber, morgens, wenn man aufsteht. Hui! Oh, bist du zu weit geflogen. Gefällt mir.
Hey, guck mal, da ist wieder was drin. Aber ich glaube, wir haben genug Arme und Beine zum Essen. Nein. Ein bisschen geht. Hast du ja auch gedacht, safety first, ne? Falls die 30 Fallen, die wir hier stehen haben, nichts bringen, so wie es gerade aussieht. Hey, da kommen schon wieder People. Ach, schrei doch nicht so. Hab mal ein Hörnchen. Machen wir die Falle wieder hoch. Ich hab nämlich keinen Stock. Nee, jetzt lass sie mal in Ruhe. Jetzt lass sie. Warte. Wo sind sie? Keine Ahnung. Weg da! Ja, oh, ich hab mit dem Stein. Oh, Fehler! Bewerf die nicht mit Stein! Warum? Die rennen hier hinterher und wollen hier eine reinhauen. Fand der jetzt nicht so lustig. Klappe da draußen, du Hooligan! Ich meine, diese Fußball-Hooligans, ne? Ekelhaft. Ich fäll mal den Baum, der hier so genau in unser Territorium zeigt, ne? Ja. So, aber mit dem, ich stehe am Feuer. Dann würde ich sagen, beenden wir jetzt erstmal die zweite Aufnahme der dritten Folge. Warte. Pass auf. Ui. Nachdem ich das Feuer gelaufen bin. Ich hab's auch endlich hinbekommen, ins Feuer zu laufen. So. Wir setzen uns hin. Warte. Ja, das ist nicht zufällig. So, jetzt beende ich dann die Folge, wirklich. Und sag dann. Deine rechte Hand gleitet zu deinem. Oder was? Ja. Wir hören uns hoffentlich dann in der nächsten Folge wieder, die ich dann hoffentlich nicht einfach mal so zwischendurch lösche. Hey! Hey! Warum gehen Sie? Sir! Sir! Ich habe da noch eine essentiell wichtige Frage. Haben Sie dieses ekelhafte Panz gesehen? Das Bild sieht schon scheiße aus, ne? Das ist mein Sohn! Das ist mein Sohn! Au! Und das? Geh weg. Wo bist du? Ach, da bist du. Wo kannst du hin? Was zu trinken. Achso. Ich sehe, ja, also wir wollten aufhören. Genau. Und ich sag dann jetzt ciao, ciao und bis dann.